Nein, pass auf dich auf und pass auf deine Mama auf. Guck mal, ich will diesen ganzen Freizeit-Dschihadisten, die aus meinem Land kommen, was Wichtiges sagen, Jungs, Alter. Ich finde das ja voll süß, dass ihr jetzt so voll auf meiner Seite seid. Oh, wir müssen sie jagen, so. Wir kommen! Und du weißt, dass ich dich liebe. Und ich werde dich immer lieben, auch wenn dein Dad ein Grandon ist. Hallo, meine sehr verehrten Follower. Ein paar von euch haben mir gesagt, ich soll einen kleinen Diss-Track über den lieben San Diego machen. So aus. Farid Bang, hör mir mal zu. Ich weiß ganz genau, dass du unter eine Decke steckst mit San Diego. So, Ladies and Gentlemen, Habibis, Dankeschön fürs Einschalten. Ich grüße euch recht herzlich auf diesem Kanal mit eurem Essen auf dem Tisch. Ich hoffe, jeder hat sein Essen auf dem Tisch. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt so die letzten Statement von Zeus und noch von ein paar anderen Influencer das Statement an, was die so zu sagen haben. Auf jeden Fall wird es sehr interessant, denn hier erwartet sogar ein kleines Diss-Track gegen San Diego von Mois älterem Bruder. Ich würde sagen, ihr lasst es euch schmecken und ich sage, let's go on a window. Wir fangen erstmal mit ABK's Statement an, über die ganze Sache. Aber eigentlich wundert mich das gar nicht, weil das ist so ein Shirin-David-Kech-Syndrom. Wisst ihr noch, damals hat Shirin David die Nika Irani verteidigt und dann kam raus, dass die gelogen hat über diese Vorwürfe da bei Samra. Jetzt, Shirin David geht auf Bühne, verteidigt die Frau von Mois. Ja, schön, heute richtig so, gehört sich nicht. Sucht wie ihr wollt bei mir, kleinen Hundertstein. Ich hab noch nie irgendwas gemacht bei einer Frau körperlich. Ihr könnt, ich bezahle sogar dafür, damit ihr mir geht. Wisst ihr, was ich meine? Und ich schwöre nicht mal darüber danach. Aber am Ende des Tages seht ihr einfach diese 0,60, 90, keine Ahnung was, Plastiktütenkörperproportionen da. Ekelhaft, was für ein Gift, was für einen Einfluss die haben. Shirin David erwähnt die einmal auf Bühne und danach die steht in Musikvideos, fängt an zu tanzen, während einer erzählt. Also ich sag mal so, ABK war von Anfang an für Zeus, er hat ja auch irgendwelche, hasst ja absolut die Brüder von Mois. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns Hamid Khan an, denn Hamid Khan macht Ansage, diesmal nicht nur an San Diego, sondern er möchte Farid Bang. Farid Bang, hör mir mal zu, ich weiß ganz genau, dass du unter einer Decke steckst mit San Diego. Warum hast du dich abgemeldet in deiner Wohnung in Düsseldorf? Ha? Warum chillst du gerade Titanic Chausee Hotel in Berlin? Denkst du, ich weiß das nicht? Melde dich mal bei mir, Farid Bang. Ja? Farid Bang, melde dich mal bei mir, wenn du ein Mann bist. Triff dich mal mit mir. Du bist herzlich eingeladen in Frankfurt. Wir trinken einen Chai, Farid Bang. Okay? Komm vorbei, Farid Bang, komm vorbei. Ich bin da, ich warte auf dich. Das ist kein Problem für mich. Du, ich weiß ganz genau, dass du unter einer Decke steckst mit San Diego. Okay? Für die Sachen, die San Diego gemacht hat. Ja, Maniak. Ja, Maniak, Farid Bang. Wallah, dieser Hamid nimmt zu viel Testo, Digga. Der ist so voll gepumpt mit Testo, der sieht sich selbst gar nicht. Antigo, dieser Bischaraf. Meld dich mal bei mir, Farid Bang. Meld dich mal. Meld dich mal. Wir gehen einen Tee trinken. Wir gehen zusammen einen Tee trinken, Farid Bang. Okay? Wir gehen einen Tee trinken, ja, Maniak. Ich hab was für dich, Farid Bang. Ich hab was für dich. Komm, ja, Maniak, komm. Hey, Mann, Hamid, Alter. Aber Hamid macht gutes Entertainment, sag ich immer wieder. Auch wenn Leute wir sitzen und darüber lachen, es unterhält uns. So, jetzt kommen wir zur Sache. Wir wissen, dass die Tschetschenen auf San Diego 50.000 Belohnung ausgestellt haben. Ja, Kopfgeld, vogelfrei, was auch immer. Und Zeus hat sich zu Wort gemeldet. Und schaut mal, was er über seine eigenen Landsleute sagt. Die Tschetschenen haben ihm ja keine Hilfe angeboten, sondern die Tschetschenen haben so drauf reagiert, die Ehre wurde beschmutzt und deswegen wollen die sich das von einem San Diego nicht gefallen lassen. Aber man sieht jetzt einfach nur an Zeus seiner Aussage, dass er wirklich immer nur falsche Leute kennengelernt hat und die immer nur an sein Geld wollten. Es ist heutzutage auch so. Hast du Geld, hast du Freunde. Hast du kein Geld, dann siehst du, wer deine wahren Freunde sind. So. Wir gehen rein in die Sache. Guck mal, ich will diesen ganzen Freizeit-Dschihadisten, die aus meinem Land kommen, was Wichtiges sagen, Jungs, Alter. Ich finde das ja voll süß, dass ihr jetzt so voll auf meiner Seite seid. Oh, wir müssen sie jagen, so. Wir kommen! Mein Opa hat mir eine Sache gesagt, Jungs. Jemand, der wirklich gefährlich ist, ist nicht im Internet. Das heißt auf jeden Fall, dass ich nicht gefährlich bin und ihr seid noch weniger gefährlich. Und ihr müsst eine Sache verstehen, egal aus welchem Land wir kommen,
Wir haben alle unsere Eltern, Mütter, Väter und Großmütter. Deine Frau interessiert mich nicht, deine Scheißkinder interessieren mich dumm nicht. Und meine sollen dich auch nicht interessieren. Diese Frau hat diese Kinder trotzdem erzogen und diese Kinder haben genug zu essen bekommen und die sehen gesund aus. Und deine nicht. Und auch wenn sie eine Ho ist, Bro, bitte. Jedes Profil, was irgendwo hingefahren ist, um denen weh zu tun, sie ist mir egal, aber da sind meine Kinder. Hört auf damit, mischt euch nirgendwo ein und jeder meiner Drecks-Landsleute da, die angeblich mir helfen wollen, wollen irgendwas tun, dann zu mir kommen und sagen, ey, wir haben für dich irgendwas geklärt und jetzt solltest du mit uns arbeiten. Ihr macht das nicht, weil ihr gute Menschen seid, ihr seid Gandonsch. Hört auf damit. Und jeden Profil, den ich gesehen habe, der meinen Kindern vielleicht wehtun wird, weil wenn der was passiert, wer soll auf Kinder auf der Seite behindert? Ich hätte das auch niemals gedacht, dass jetzt Leute sogar Jagd auf Anis machen. Eher San Diego, weil er halt auch ein Mann ist. Ich meine, sie ist im Endeffekt eine Frau, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Und die Kinder sind von ihm. Also, ist auf jeden Fall, sage ich mal, Fakt, was er da erzählt, aber dass es wirklich Jagd auf Anis gibt, das hätte ich nicht gedacht. Safe, Name verloren, alles Gesicht verloren, stimmt. Aber, dass die wirklich da hinfahren oder irgendwie ihr was antun wollen, die in welchem Film leben, Leute? Jeder ist frei! Frei! Stopp! Und jetzt alle raus aus meinen Eiern. Ihr seid genauso wie dieser Opfer. Ihr seid auf meinen Eiern genauso wie dieser Opfer. Und ihr opfert genauso alles. Ihr seid genau solche Kappers. Tut nicht, als ob ihr Ehre habt mit 70, mit diesem Bart und so. Ihr hättet mit ihren Eltern reden sollen, als ich es euch gesagt habe. Aber weil ich Tattoos hatte, habt ihr nicht auf mich gehört. Fickt euch jetzt. Anstatt dass er sagt, ey, meine Landsleute stehen hinter mir, Kuss geht raus und so, er macht sogar Ansage an die. Er ist der Nächste, der gejagt wird. Habt ihr mich verstanden? Jeder einzelne von euren Profilen, den hat Schweizer Polizei. Und genauso wird das, er denkt, ihr könnt spielen. Und Bruder, hört auf damit. Jeder, der mit mir auch reden will, ich bin unter polizeilicher Beobachtung 24-7. Weil die denken, ich bin gefährlich. Wenn du von egal wo bist und denkst, dass du mit mir so dies, das, ich werde etwas klären, wir werden alle zusammen verhaftet und dann klären wir das. Und dann will ich sehen, ob ihr Männer seid. Checkst du? Ah! Und jetzt lass dieses Thema, Jungs, das Ganze, wir werden das klären, das, ihr müsst, Bruder, Alter, ich liebe euch doch, Alter. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn deine Landsleute hinter dir stehen, dann sollte man stolz drauf sein und nicht alle in einen Topf werfen und denken, ah, die wollen einen Vertrag mit mir, die wollen an mir Geld verdienen und was weiß ich was. Natürlich gibt es diese Leute, die sagen, ey, Bro, wir helfen dir, wir gehen jetzt diese Sache klären. Und später sitzt du mit denen an einem Tisch und der eine flüstert dir zu, wie viel Prozent Schutzgeld möchtest du bezahlen? Sowas gibt es auch. Aber dann gibt es auch diese Leute, denen ihre Nation wichtig ist, wo sie herkommen und sagen, ey, der zieht mein Land mit in den Dreck, ja, meine Nation, und deswegen lasse ich uns das nicht gefallen. Lassen wir uns das nicht gefallen. So Leute gibt es auch, ja. Gut, jetzt kommen wir mit einer Message an San Diegos Sohn. Zeus mit einer Message an San Diegos Sohn. Passt auf, sehr schöne Worte, die er sagt, ohne Spaß. Möchte ich noch sagen, du bist auch von meiner Familie. Als ich zum ersten Mal in Deutschland war und diesen Gandon besuchen gekommen bin, hattest du Geburtstag. Und was habe ich dir gebracht? Spider-Man-Spielzeuge. Nächstes Jahr hast du auch Geburtstag, obwohl wir keinen Kontakt mit deinem Dad hatten. Was habe ich dir gebracht? Spider-Man-Spielzeuge. Bruder, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wieso war jeder von uns ein absoluter Spider-Man-Fan? Ich bin echt gespannt, ob es unter euch welche gibt, die Spider-Man-Fan waren. Aber ich war absolut ein Spider-Man-Fan und bin ich heute sogar noch. Und Jahre später, als wir wieder Freunde wurden, bevor die das uns bei allen angetan haben, Nell, was habe ich dir wieder gebracht? Spider-Man. Und du weißt, dass ich dich liebe. Und ich werde dich immer lieben, auch wenn dein Dad ein Gandon ist. Und wenn deine Mama, egal wann, Hilfe braucht, Nell, oder du, ich bin immer für dich da und lass dich niemals mobben. Und egal, was sie dir in die Schule sagen, und dich nicht in Ruhe lassen, und egal welcher Landsmann dich hier anfassen sollte, du bist ein starker Junge. Und egal was ist, du kannst dich immer hier melden. Du bist alt genug, du bist schon 11, 12 Jahre alt.
Nell, Wallahi, wir sind extrem an deiner Seite. Und ich liebe dich. Egal, was er gemacht hat. Sei stark, mein Bruder. Nell, pass auf dich auf und pass auf deine Mama auf. Mein Sohn ist noch nicht so alt wie du. Er kann auf seine Mama nicht aufpassen. Aber du schon. Und als ich so alt wie du war, wurde mir gleich wehgetan. Und ich hatte niemanden, der mir das sagt. Es tut mir leid, dass du das austragen musst vor diesen ganzen Menschen, weil deine Eltern und die Eltern meiner Kinder selber entschieden haben, dass sie Romeo und Julia und Tristan und Isolde und aber es wird alles gut, Nell, und dadurch wirst du noch viel stärker. Und übergibt euch mal. Eltern, ja, Eltern machen alles für ihre Kinder, so dass es denen gut geht. Das ist ja der Sinn des Lebens. Eine Familie gründen. Deine Kinder großziehen. Gut erziehen. Und ihr müsst euch mal überlegen, die Kinder tun den Leuten uns am meisten leid und schuld dran ist oder sind die Eltern selbst. Und das ist so hart, Alter. Ich komme darauf nicht klar, Mann. Weil manchmal heißt es, den besten Vater zu haben, gar keinen zu haben, weil er dich viel mehr erzieht als einer, der dich so pimperlich. Er saß da eh nur und hat Tekken gespielt die ganze Zeit. Und du bist jetzt viel stärker, ne? Er saß immer nur da und hat Tekken gespielt. Gut, und dann hat die Mutter von dem Kind, also von San Diegos Ex, eine Story gepostet. Ich möchte nochmal anmerken, dass das alles keine leichte Entscheidung war. Wie viele von euch richtig bemerkt haben, sind hier Kinder im Spiel, für die man Verantwortung trägt. Niemand wird hier instrumentalisiert oder sonst etwas. Unser Sohn stand hinter all dem, was meinerseits veröffentlicht wurde. Und auch die Story ist von ihm so gewollt gewesen, markiert sie San Diego. Wie du auch heute von ihm selber gehört hast, niemand hat irgendjemanden gezwungen oder manipuliert. Über Monate hinweg wurden hier in der Öffentlichkeit Lügen verbreitet, die irgendwann einfach nicht mehr so stehen gelassen werden konnten. Stellt euch mal vor, ihr wollt mit der öffentlichen Welt nichts zu tun haben. Einfach in euer Leben leben und nicht die nächste Influencer-Karriere starten. Aber werdet im Internet als irre dargestellt, die irgendwelche Lügen erzählt. Obwohl alles, was ihr sagt, die Wahrheit ist. Das musste ich richtig stellen. Sollten also noch weitere Lügen kommen, sehe ich mich gezwungen, auch diese richtig zu stellen. Ich hoffe vor allem im Wohle der Kinder, dass es nicht erst so weit kommen muss. Hörst du auf, tue ich es auch. Danke an alle für die Unterstützung. Also ich sag euch mal so, wir haben von Anfang an irgendwie gedacht, ihr wisst schon was, ich will da gar nicht jetzt reingehen in die Sache, aber mir scheint es wirklich so, dass die wenigstens ganz normal in der Birne ist und eine gewisse Verantwortung trägt für ihren Sohn und deswegen mit so einer Story ankommt. Crazy, Mann. Was eine ekelhafte Situation die haben. Boah, das ist so crazy, Digga. Aber mein Tipp an euch, falls die meine Videos sehen, macht das Beste draus. Und das Beste draus, was man machen kann, ist, genau diese abschließenden Wörter abzugeben. So, machen wir weiter mit unserem Zeus Abi, seinen Statements. Freunde, Captain Lahlule morgen aus dem Van und ich muss... So, eigentlich scheiße ich auf euch alle, aber ich muss euch eine Sache sagen. Weil mit bestimmten Kahawis auch kleine Kinder sind und die Welt nicht nur bedeutet, dass du ein kleiner Gandon von jemandem bist und für immer irgendwas im Kopf haben wirst und du Steps weitermachen musst, müssen wir auch Steps weiter und ihr, vor allem ihr müsst meinen Jack aus hier rauslassen jetzt. Weil sehr viele Menschen auf dieser ganzen Erde wollen was sehr Schlimmes tun. Und ich habe ein Gefühl, dass das sehr ekelhaft was passieren kann. Nicht von mir, nicht von euch, einfach behinderten Menschen im Internet. Und mit euch sind trotzdem meine Kinder und jeden Landsmann, jede Gruppierung, jeden, der denkt, dass er Eier hat und mir danach sagen möchte, ey, ich habe in das und das getan, jetzt musst du mit uns arbeiten und uns 50% geben, möchte ich hiermit warnen. Ich brauche niemanden von euch, ich brauche eure Hilfe nicht. Ich habe nichts für euch und nichts gegen euch. Ich werde 24/7 von der Polizei beobachtet und von egal welcher Gruppierung du bist. Wenn du mehr als halbe Stunde mit mir chillst, wirst du verhaftet, genau wie ich. Und deswegen solltest du aufpassen, Kollege. Und
deine ganzen Rachepläne, wir sind dieser Nationalität und diese und wir werden jetzt Blut, Bruder, seid ihr aus 19. Jahrhundert? Lass diese Prostituierten Scharmutters machen, was sie wollen. Ich muss ehrlich sagen, Wohnmobil war die beste Entscheidung für ihn. Weil diese Verhaftungen hatten ja kein Ende mehr. So kann keiner wissen, wo er ist. Naja, außer sein Standort, ne? Ich glaube, die Amjas, die wissen überall, wo wer was ist. Aber ich meine, im Endeffekt wurden die Amjas ja von den Zuschauern dahin geschickt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und somit können die Zuschauer gar nicht wissen, wo er ist, seitdem er in diesem Wohnmobil ist. Obwohl wir gesagt haben, wir haben das Gefühl, es geht schief mit diesem Wohnmobil. Bis sie natürlich herausbekommen, wo er campen tut oder streamen tut. Aber ansonsten finde ich eine geile Idee, Digga, mit diesem Van. Weil, wie gesagt, keiner weiß, wo er unterwegs ist. Das ist geil. Das sind nicht eure Frauen, das sind nicht eure Kinder. Und nicht meine. Deswegen machen wir alle unser Ding, Digga. Wie sich das alles weiterentwickeln wird, werden wir sehen. Aber ich brauche das nicht zu sehen. Ich habe einen Van. Und möchte in diesem Van jetzt eine Chaya abholen, versteht ihr? Nicht, weil ich jemanden traurig machen will oder so. Ich habe Druck, seine Mutter. Okay, sehr, sehr offen geredet, alles klar. Alles klar. Wenigstens ist man ehrlich, ne? Das ist das, was zählt. Er hat ja das Statement abgegeben, bitte nicht zu der Mutter von meinen Kindern fahren und da irgendwas versuchen. Ich habe ihr gesagt, es ist verständlich, wenn die zu San Diego fahren, und das sagt jetzt Zeus auch selbst, wenn ihr zu ihm fährt, dann vogelfrei. So Jungs, und was ihr mit diesen anderen Gandons macht und so, die außerhalb meiner Kinder sind, die nichts mit was zu tun haben und so, das überlasst natürlich euch. Damit habe ich nichts zu tun. Ich vergebe jeden, Jungs, Alter, jeder darf mit jedem zusammen sein. Shabbat Shalomski. Ich zeige euch, wie ich mein Streaming-Setup mache, wo ich Lahlouli strippe und 10.000 Euro im Book of Ra Full-Bild reingehe, weil ich den Bre suche. Wie jetzt gleich. Ich habe eine ziemlich einfache Lösung gefunden. Strom ziehe ich von der Steckdose draußen vor meinem Haus. Spaß. Ich bin in Karibik. Das ist mein neuer Laptop, weil der andere von Polizei zum 10. Mal beschlagnahmt wurde. Und der ist wirklich wunderschön. Und alles nur vom Bettlerspenden. Aber nicht von Haus. Bettlerspenden. Keine Haut. Auf jeden Fall ist hier eine sehr schöne Sicht und man sieht den ganzen Wein. Heute habe ich diese Sachen hier gekauft. Ich möchte euch diesen Oberteil zeigen von Dickmanns. Aber ich bin nicht Dickmann. Ein voll lustiger Typ, dieser Zeusmann. Woher kommt der? Aus deiner Mutter. Und deswegen haben wir hier sogar Klima, mein Bauer. Perfekte Belichtung. Und das ist sogar, Achtung, ausfahrbares Bett, wenn ich ein Achter schieben will. Natürlich ich und 7 andere weibliche Kontrahenten. Freunde, wenn ihr euch fragt, was das ist, ein männlicher BH. Ich versuche nicht abzuheben. Deswegen hält mich dieses 20 Kilo extra Gewicht am Boden. Und mein Hoden. Weil er hat mich niemals betrogen. Auf jeden Fall haben wir hier eine vollwertige Küche, meine Brudauis. Toilette und hier drin ist jemand versteckt. Ich möchte lieber auf. Wow. Er ist schon crazy, ne? Aber unterhaltsam, Digga. Ey, Leute. Was nichts mit diesem Thema zu tun hat. Ich bin auf TikTok auf einen Typen getroffen, den jeder die ganze Welt kennt. Und zwar Speed. Digga, ich glaube, es gibt keinen verrückteren Menschen oder Typen wie diesen. Könnt ihr mir kurz mal erklären, was dieser Clip ist? Oder was das soll. Bitte, bitte gebt euch das mal. Wallah, ich war verstört nach diesem Video. What the fuck is that? What the fuck is that? Und der andere ist noch schlimmer wie er. Die sind doch krank, Alter. So, dann kommen wir zu dem Diss-Track an San Diego von Mois, seinem ältesten Bruder Aram. Der sich anhört wie ein Hörbuch, wie ein Hörspiel und im Hintergrund ganz viele Bücher sind. Also hat er doch irgendwas mit. Hallo, meine sehr verehrten Follower. Ein paar von euch haben mir gesagt, ich soll einen kleinen Diss-Track über den lieben San Diego machen. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir einen Writer angeheuert, den Jeremy, den lieben Jeremy. Er will mir auch einen Beat abspielen.
Und ich dachte mir, ich lese das jetzt ein bisschen vor. Ich bin nicht sehr gut im Rappen, also Entschuldigung, wenn das nicht so toll sich anhört für euch. Okay, beginnen wir mal. Yo, Jeremy, es kann losgehen. One take. Ja, was denn was? Da steht, dass er ein Jude ist. Ich kann das nicht sagen. Ich werde fucking gecancelt. Ich hätte es nicht als Beleidigung gedacht. Lies es einfach vor. Natürlich ist es als Beleidigung gedacht. Zuerst steht, dass er wie ein Hurensohn aussieht. Ich meine, das tut er. Bei ihm ist das Fakt. Ich habe seine Mitte gesehen. Und seine Hairline stimmt auch. Glatzköpfige Missgeburt. Und dann Juden. Also ich habe nichts gegen Juden. Wieso schreibst du sowas? Jetzt mal ehrlich. Ich sei fucking Juden. Wow. Nein, wir müssen das abbrechen. Das wird nichts. Okay, irgendwie ein bisschen unangenehm, aber alles klar. Ansonsten habe ich, küsse ich eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.